Nee, ich glaube, der ist gar nicht in der Party. Schönen guten Abend. Wer war das vorher, wo so leise war? Was? Das war der schöne Ingo. Ah, okay. Was? 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 Seid ihr? Was? Wasser ist nass. Kennen wir uns? Was mache ich Wo kommt hier? ihr denn her? Dort. Hallo? Hallo. Liebe Leute, das ist Fußballfreunde, doch ich möchte nicht. Sie ganz Ui, herzlich das ist aber im voll hier. Ehrenstadion do Dragão begrüßen. Das ist Ich bin tatsächlich Horst Ruf voll. zusammen mit Frank Buschmann. Darf ich? Die Wurf sehen, ja, da ist Platz auf außen. Ah, Mist. Aber der Ball ist jetzt erstmal weg. Das Pack ist dahinter. Jawohl. Jawohl. Das Ding. Erste Tor dieser Partie und Alter, jetzt ist alles die gut von Freude mir. Sehr natürlich gut. groß. Gut gemacht. Ja. Geht raus. Jubel bei den Genauso wie Fans, bei klar. den Spielern. Ein wichtiges Tor. Raus, besser wird's nicht. Ja, das ist Ich schon möchte bitter, den Puck da in der vorne. Situation den Ball zu verlieren. Wir sehen das nochmal in der Wiederholung. Da stimmt dann natürlich die Zuordnung nicht mehr. Das ist ja auch ein cleverer Ball Schön dazwischen gewesen. gegangen. Er zieht mich wieder raus. Was ist das denn für ein Dreck heute? Jetzt müssen Sie aufpassen. Flagge jetzt. Ah, und ich kann nicht rangehen. Der läuft Mit nicht. diesem Volley macht er da das Tor. Das ist natürlich eine überragende Szene. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Und dann ist er da, packt den Volley aus. Es ist ein sehenswerter Treffer, ein unhaltbarer Treffer. Beste Lösung. Absolut. Ich mehr Gefühl, ihn nicht raus. Dann kann ich vorne bin, das dauert zu lange. Dann habe ich mir jetzt noch einen Ball dahin. Schön. Ja, danke. Machen Sie gut. Ball erstmal weg. Ja. Schön. Gut dazwischen gegangen. Sie spielen den Schön. Ball steil. Guter Heber. Oh, gefährlich. Oh nein! Boah, gerade noch so. Ich wusste, dass du aber passt. Ich wusste es. Was für ein Pech bei diesem Eigentor. Aber wie? Das sah aus wie Powerschuss. Das war ein ganz kurz angetipptes Y. RBA. Genau, absichtlich. Du sahst aus. Ich hab auf deine Eier gezielt. RBLBY. Ne, es war ein Powerschuss. Ich hab nur neben das Tor gezielt. Das war gar kein Pass. Komplett verzogener Powerschuss, ja. Erst müsste mal eine zündende Idee kommen. Ah, ja. Dann wären sie zu leichtsinnig. Ballverlust. Weit, weit. Oh, ey. Alter Verwalter, ey. Die Vipers mit einem Angriff. Guter Versuch. Boah, Quer noch rüber. Bot mit dem. Gut zugemacht. Ja, hatte ich kurz überlegt, einfach zu für den Bot, dass der euch spielt. Ist jetzt. Ah, schade. War eigentlich ein RBA, aber der hat schon mal auf dem Fuß. Ah, fuck. Er ist weiter am Ball, Abwehr tut sich schwer. Schön. Jetzt führen wir ja 2-1. Ich würde vorschlagen, wir machen mal ein bisschen. Also, ich bleibe jetzt mal etwas weiter hinten. Ich stehe auf den Füßen, stehe Martin, und dann Bescheid sagen. Sieht alles gut aus. Warum? Ich glaube schon, dass sie das hier schaffen können, dass sie sich den Sieg holen. Machen bisher einen wirklich starken Eindruck und sie sind auch. Oh. Nein! Scheiße, ey. Was ist das für eine Schlucht? Das müssen wir auch irgendwie schaffen, dass wir die ganzen Abpraller, dass die auch mal zu uns kommen. Aber da stand ja vollkommen frei da jetzt. Das Spiel ist die ganze Zeit auf Augenhöhe und jetzt treffen sie auch noch zum Ausgleich. Das ist natürlich ein guter Pass. Enge Entscheidung. Oh, was na, Scheiße. Ich wollte gerade nach innen ziehen. Ey. Ja, aber da, wo das. Verstehe ich jetzt nicht. Da, wo das Abseits gepfiffen war, da warst ja du, oder? Du kannst doch nicht im Abseits gewesen sein. Klasse. Alter! Ey. Scheiße, mach mich auch. Oh, viel Platz jetzt. Ja, Scheiße, schon. Sie machen oh, fuck. Und damit die späte Führung. Jetzt läuft die Zeit für sie. Schade. Ich fand, ich war mir nach vorne hin nicht mutig genug.
Da hätten wir gleich einfach eine Flanke reinzirkeln können. Ja, ich hatte gerade, also ich böse gemeint, aber von Arne erwartet, dass du den nicht nach hinten spielst, sondern versuchst uns auf der rechten Seite mitzunehmen. Und hier sehen wir, wie aber die gesamte Abwehr einfach ja, okay, dann. Und Wolf am Ende hat er auch noch die dann kann man natürlich nicht viel machen. Arne, lass mich ablenken. Na, dann kann man nichts machen. Wir dürfen dann halt hinten nicht so offen stehen. Also jetzt auch nicht jetzt speziell böse jetzt an die IVs gemeint, sondern wir als Mannschaft müssen halt irgendwas anderes machen. Das war ja. Sorry, aber es war ja keine Ansage. Halten wir den Punkt oder gehen wir auf Sieg? Naja, wir hatten gesagt, Dings bleibt jetzt ein bisschen defensiver, der Pucki. Und dann ja, haben wir gleich Sieg, durch diesen Fernschuss gekriegt. Ich glaube nicht, dass wir jetzt da groß offensiv gestanden haben. Es war einfach nur halt der Fernschuss und bei 2-2, stimmt, da fehlte halt die Ansage, halten oder nicht. Ja, aber das ist ja unabhängig. Kann ich nur sagen, grundsätzlich, wenn wir es unentschieden nicht unbedingt brauchen, würde ich immer auf Sieg spielen wollen. Ja. Aber es ist ja prinzipiell egal, ob man da was ansagt. Also wenn wir führen kurz vor Schluss, so wie eben, dann kann man ja mal ansagen, ein bisschen defensiver, aber wenn wir ganz normal spielen, egal wann und egal wie es steht, sollten wir halt nie hinten so offen stehen. Wie gesagt, damit meine ich die ganze Mannschaft, nicht jetzt speziell die Abwehr, sondern wir als Mannschaft sollten nie so offen stehen, dass wir vorne Ball verlieren, hinten 5 Sekunden später das Tor. Da müssen wir irgendwas lernen, irgendwas anders machen, dass das nicht ständig passiert. Das ist ja seit Jahren bei uns so. Ich meine, wir machen solche Tore ja auch, wenn wir das mal gut ausspielen mit den schnellen Kontern, aber vielleicht lernen wir ja mal irgendwann mal, wie man das verhindern kann, keine Ahnung. Ich war, glaube ich, 8:55, weil ich komme halt immer sehr spät von der Arbeit und ich kann dann nicht mehr sofort. Das ist bei mir leider so. Ich muss halt sehr lange arbeiten. Also nicht so wie ihr wahrscheinlich, die um 5 zu Hause seid. Ich bin immer erst um 8 oder so zu Hause. Und deswegen ist es manchmal so ein bisschen Verzug drin. Ne? Alles klar. Ja, dann also ich kann das nie so genau sagen. Das ist mal so. Also meistens ist es halt so, dass ich ein bisschen knapp bin. Und da hattet ihr wohl schon gerade angefangen. Deswegen hatte ich halt auch noch zugeguckt. Da war ich am PC und hab halt noch ein bisschen zugeguckt. Ja, der Mannschaftsrat wird mal entscheiden, ob du den Job wechseln sollst oder nicht. Das wirst du dann noch erfahren. Nein, auf jeden Fall sollte der Popper vorher den Captain wechseln. Also wenn der Martin mit bei der Telekom noch einen Job verschafft. Ja, die brauchen immer auch Leute, die so Gräben ausheben, so an der Straße. Ach ja, das ist richtig. Also, ich arbeite ja so im Kopf, weißt du. Ey, weil das eben jemand meinte, Oberkund spielt Madden, da dachte ich mir so, ja, wenn wir um 9 Uhr anfangen, das war halt das mein Störgefühl, wo ich dachte, das ist irgendwie seltsam, aber das war dann wahrscheinlich noch von einem vorigen Spiel halt angezeigt, man weiß ja, wie der Online-Status ist, aber dann ist ja alles gut, also für mich ist das gut, ist das alles okay. Nee, Mensch, spiele ich morgen erst wieder. Ja, also ich finde, wir sollten es, wenn wir nochmal ziemlich komplett sind, gegen Schwarz war doch gut. Na egal. Wenn wir nochmal relativ komplett sind, irgendwann sollten wir es nochmal ansprechen, dass den Leuten bewusst ist, dass wir gerne pünktlich loslegen würden, wenn es nicht anders geht. Also Kaui hat auch gesagt, er muss ab und zu ist dann halt mittwochs Schäfer ziehen, kann halt nicht, oder später ist. Das ist dann natürlich kein Problem. Wenn es den Leuten dann hilft, die 15 Minuten. Frank Buschmann werde ich das Ganze für Sie kommentieren. Uns erwartet mit Sicherheit eine sehr interessante Liquid Football. Mein Decker geht um 4:30 Uhr, mir hilft es nicht. Ja, es würde ja reichen, wenn wir wissen, dass jemand später kommt. Das würde ja schon helfen. Also ihr könnt bei mir generell auch, wie gesagt, dann, wenn ihr alle pünktlich seid, dann gerne schon ein Spiel starten. Ich bin dann, wie gesagt, so wie jetzt auch zum zweiten Spiel dann natürlich auch da. Am Montag habe ich komplett verpennt. Habe ich mich nicht gewundert, dass es Montag ist. Naja, 12 Bier, das ist entschuldigt. Ey, auf einmal. Nein. Wenn du 10 gesagt hättest, hätte ich gesagt, na Motto, du Eierkopf, da kannst du noch. Ach, shit. Wieso löse ich den Boden? Was war das? Du bist da wie Schumacher in Batisson reingesprungen. Ja, echt du. Schön. Wollte eigentlich einen Kopfball machen, aber auch, ich weiß nicht. Jetzt der Steilpass. Du hast gar nicht den LM besetzt. Du warst da leider schon wieder zu schnell, Michael. Ich habe versucht, dir zu passen, aber warst leider schon wieder vorne. Genau so.
Ach, der Oberkon spielt links, Oberkon spielt rechts. Ach, auf Arnie, Mann. Also hätte ich jetzt wahrscheinlich besser schnell auf dich, Michael, aber das habe ich leider verpasst. Schönes Zuspiel. Ach, nee. Da geht er hin und kann den Schuss abfangen. Oh, Gini, der war gut. Und dann war er weg. Also jetzt gerade, das ist jetzt nicht vorwurfsvoll gemeint, sondern als konstruktiver Verbesserungsvorschlag. Ich habe gerade den Ball da bekommen und ihr beide Stürmer seid beide nach vorne gesprintet. Dann ist es halt echt immer ein Glücksspiel, ob so ein Pass, so ein Y-Ball dann ankommt oder ob ich den dann hochspiele oder wie auch immer. Oh, Mann. So eine Scheißflanke, warum macht der nicht direkt? Oh, krass, so eine Ansage von Stand, suche bessere Optionen, habe ich auch nicht gelesen. Suche bessere Optionen. Ach, oh, das ist schon der zweite abgefälschte Ball, das gibt's doch gar nicht. Was ist da Nicole Schinowski wollt? Spielstand 2-0. Michael, der meinte halt, weil Winkel so spitz war, aber du hattest ja schon viel früher gedrückt. Also. Ja. Der Ball landet. Also, das ist so eine Situation, die ich meine, wenn du da einfach vorne reinsprintest, muss ich den Ball spielen. Dann, wenn wir Glück haben, kommt der. Der Pass in den freien Raum, gut gemacht. Schade. Und wenn ich halt nicht, wenn du dich da anbietest, kurz und Doppelpass spielst, dann glaube ich, haben wir da öfters eine bessere Chance. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Ja, der wollte die haben. Eins Doppelgelb. Alles richtig gemacht von der Schiedsrichterin hier. Gelbe muss es geben. Auf jeden Fall war gelbwürdig. Oh, ich versuche so zweiter Pfosten. Ich weiß nicht genau, wie der kommt. Kannst du ja ran. Da steht da einer auf der Linie. Jetzt die Flanke an den langen Pfosten. Klasse, oh, schade. Schade. Da sehen wir die Tafel, eine Minute wird nachgespielt. Das ist zum Kotzen. Alter, leck mich doch am Arsch, Junge! Der steht doch direkt vor mir, ey. Das ist natürlich eine überragende Szene. Alter, ey. So ein Piss hier. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Und dann ist die Abwehr zwar da, dann ist sie dran. Ja. Das ist einfach klasse gemacht, schön durchgesetzt, ein tolles Tor. Und das ist der Pausenpfiff in diesem Spiel. Was ist das denn? Oh. Da kommt der Pfiff, Freistoß. Der Punkt, warum ich nicht mit dir rechne, Arnie, ist, weil ich dich nicht als primäre Anspielstation für mich sehe. Eigentlich den ZOM, LM und RM. Aber ja, ist, okay. Ist doch egal, wenn ein Mitspieler vor dir da steht oder läuft, einfach spielen. Es sei denn, da geht es ums Prinzip, dann kann ich das verstehen. Nicht damit geräschen. Jetzt ist die Kugel weg. Da ist Platz für den Konter. Ja. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Jetzt hier reingab. Oh, shit. Super Timing per Kopf. Ja, ist bei dem Spiel jetzt auch egal. Da war es ja wieder, stand es ja wieder richtig. Hätte eigentlich noch keinen Ball kommen müssen. Wie für dich da nicht lässt. Zunächst die Flanke und dann kommt der Kopfball technisch wunderbar gemacht. Ist das? Da gibt's also, drückst du denn während der ganzen Zeit irgendwas? Oder hältst du irgendwas gedrückt? Oder? Eine ganz einseitige Partie. Ich hab mich nur mit LT da hinbewegt eigentlich. Ja. Wie gesagt, ich kenne mich da nicht aus, das ist nur eine Vermutung, ob man vielleicht das vorher loslassen muss und dann selber in den Ball reingehen muss. Also bis in der Situation ein bisschen nach unten oder so, aber ist nur eine Vermutung.
Weil das haben wir ja oft, dass hier steht quasi. Ja, du musst halt, der, das Problem ist, dass ich mit dem Rücken, dass ich mit meinem Blick Richtung eigenes Tor stehe und der kommt aus meinem Rücken mit Anlauf. Das ist halt. Das hängt doch schon an. Ich müsste eigentlich vom Tor aus Richtung Mittellinie laufen, in den Ball rein, statt vorher da zu stehen. Aber ich laufe halt Richtung eigenes Tor. Und dann ist das für den halt einfacher. Sie stören früh. Wir sind am Ende dieses Spiels angekommen. Für die Gäste gibt es hier also eine Niederlage. Schon erstaunlich, dass sie hier so untergehen. Damit hätte ich in der Form nie gerechnet. Fünf Spiele. Das ja noch hin. Ja, noch haben wir's. Ja, noch haben's locker drin. Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sag natürlich immer, woran halt sie lehnen. Da fragt man sich nachher natürlich immer, woran sie lehnen hat. Nee. Ich bin nur noch Klassenerhalt jetzt. Ja, dann können wir uns jetzt aufs Wesentliche konzentrieren. FIFA trotzdem macht, aber wenn er dann längere Zeit nichts findet, dann sucht er uns halt auch andere Gegner. Wir haben ja auch öfters dann nur zwei in der gegnerischen Mannschaft oder so. Man kann das einschalten, man könnte natürlich überlegen, ob wir das wollen, aber ich meine, potenziell sind andere 10 oder 11 Mannschaften eher besser als wir, würde ich mal behaupten, besser eingespielt, oder? Ich weiß nicht. Die Frage ist auch, ob wir vielleicht noch eine Geringspielerformation finden, falls die dafür jetzt nicht geeignet ist. Ja, du hast ja mal die Engel vorgeschlagen, ne, wenn dann die LMR nicht genau. Das macht wahrscheinlich Sinn. Durch dieses Spiel begleiten. Auf dem Programm steht heute eine spannende Partie. Die Wolves gegen die Kragans. Ja, spielt, ja. Den Vorschlag von, ich weiß gar nicht, Martin oder wer es war, fand ich gut, wenn wir 5 Mann sind. Wenn es echt nicht läuft, dann machen wir spontan Spiele. Da kann man auch einiges üben und lernen. Macht Spaß. Ins. Aber man. Nein! Ey, Günni. Das haben wir doch auch schon so oft gesagt, dass du nicht diese Querdinger spielen sollst, oder? Aber ich kann mich halt auch nicht. Ich kann mich halt auch nicht bewegen, wenn du den Ball spielst. Ich habe jetzt versucht, als du das erste Mal Jens gerufen hast, habe ich schon. Also, ich habe schon vorher nach vorne gedrückt. Ich komm nicht an den Ball dann. Aber die sind doch viel zu gefährlich, die Querdinger. Ihr bietet sich immer einer an, der sich vor dich hinstellt, damit du da einen einfachen Ball nach vorne spielen kannst, anstatt diese Querdinger. Die ist doch nicht das erste Mal, dass die abgefangen werden. Aber wäre es nicht sinnvoll, wenn der Martin die Freistoße, die langen Freistoße spielt, anstatt die eingestellt. Ist glaube ich auch eingestellt so, aber FIFA kümmert sich da leider nicht immer drum. Das Problem ist, das Problem mit den langen Freistößen. Ich habe den Martin da eingeteilt, ich habe den Pucki schon da eingeteilt. Lauf doch nicht alle weg. Warum? Wo sind denn wieder alle? So gut. Genau. Toller Pass. Ja, die Fans. Können wir drei Stunden Freistößen. Jawohl. Tolles Tor. Das ist natürlich ein Volley, wie er besser nicht geht. War genau richtig. Ja, aber wer die Freistöße macht, ist prinzipiell egal. Wir haben da schon so oft drüber gesprochen. Jemand bietet sich kurz an, der einfach ganz gerade nach vorne steht. Dann ist das am einfachsten und am sichersten. Und auf keinen Fall diese Querbälle. Keine Ahnung, wie oft wir das schon angesprochen haben, weil genau so eine Scheiße passiert. Das ist ja auch keine Situation. Das ist ja auch keine Situation, wo man irgendwie im Stress ist oder wo man hektisch ist und schnell was drücken muss. Das sind genau diese typischen Fehler, die man so aus meiner Sicht einfach minimieren müsste. Viel Geduld da jetzt. Sehr stark. Und dann diese Unaufmerksamkeit, weg ist der Ball. Bah. Ball läuft gut. War schönes Dreier. Oh, schön. Einfach so. War komplett durch, schön gespielt. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Okay, Schlag auf Schlag. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1.
Ja, geht gut dazwischen. Oh, Korn. In der Außenwanne eingeschlafen. Ich sag's mal wieder, Günni, ich hab meine Figur nicht mehr gespielt. Die Chance auf den Konter. Wieso spielt er denn nicht direkt? Oh, schön. Das ist ja meine Figur, die war wirklich weg. Den Radar benutzen. Nein! Ich drück doch extra hoch. Ja, muss da durchkommen. Ja, ich hab extra so ein Doppel-Y, aber der war doch flach. Scheiße. Da war alles aufgehoben. Der Außenverteidiger-Bot war irgendwo abgehängt, dann ist der Günni raus, was ja auch okay ist. Dann habe ich versucht, da aufzuhelfen. Na gut, ich muss wenn ich drauf gehe, mache ich den einen auf. Dann ist so genau. Stellen, aber das ist dann auch scheiße. Ja, aber ich finde, wenn der Gegner das gut macht und gut doppeln kann, dann hat er es auch verdient. So, dann ist es ja nicht so schlimm. Wir müssen halt so Kacktore vermeiden, die wir mit eigenen Fehlern nochmal. Schöner Angriff von den Wurfs. Wichtige Aktion. Oh, das ist ein Hit durch. Ja. So, ja. Ja, ich weiß nicht, warum man da nicht passt. Ich hab einfach A auf dich gedrückt, Martin. Oder halt hoch. Oder zu Oberkorn, wäre mir egal. Ja, sorry, aber was ich da machen soll. 3-1 heißt es also jetzt. Ja, auf Martin. Okay. Was den Ballbesitz angeht, haben die Gastgeber Vorteile. Ja, aber wo bleibt die echte Torgefahr? Wo bleiben die Chancen? Trotz der Überlegenheit. Was? Muss ich schneller spielen? Da müssen sie besser werden. Wenn's... Er sucht die Anspielstation. Nein. Nee. Nein. Oh. Ich hab. Ey. Ach, schade. Schön. Klasse Einsatz. Faires Tackling. Schiedsrichterin gibt Vorteil. Sie muss sein. Genau die richtige Entscheidung. Oh, das war oh, schade. Wenn der Ball ankommt, dann wird es hier gefährlich. Das macht er gut. Ah, oh. Oh, schön. Ich dachte, der verhungert. Dann können Sie den Ausgleich noch schaffen. Ist er auch. Ich bin aber entgegengekommen. Ist wie ein richtiger Fußballspieler. Nicht weglaufen, so zum Ball hin. Kommt die Chance überhaupt erst zustande und so fällt dann auch das Tor. Trainer wird sauer sein. Fünf Treffer haben wir gesehen. Es steht 3-2. Das ist ein enges Spiel. Auch noch zwei. Ball läuft gut. Ja, wobei eins wäre auch schon gut. Aber dann scheitern sie doch. Ballverlust. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Reingabe. Zeichnet den Mann aus. Diese Ruhe, dieses Abfahren und natürlich diese Reflexe. Super gehalten. Was für eine Aktion. Also der muss doch sitzen. Die Nachspielzeit 2 Minuten, viel Zeit ist das nicht mehr. Da kommt die Hereingabe. Schade. Alter, wo sind die Innenverteidiger alle? Ah, ja, okay. Ja, vorne. Was war das jetzt? Michael. Ah, das ist der Schlusspfiff, das war's für heute. Die Gastgeber müssen hier also eine Niederlage hinnehmen. Knappe Niederlage, es hat nicht viel gefehlt, es war aber am Ende. Aber zumindest mal ein gutes Spiel. Und das wird sie ziemlich ärgern. Es waren Kleinigkeiten, die heute über Sieg oder Niederlage entschieden haben. Oh, dort war's. So, 3 Siege und Unentschieden brauchen wir aus den nächsten 4 Spielen. Oh, klingt das nicht so realistisch, aber das, wie gesagt, das Spiel eben, da waren doch schon ein paar ganz gute Szenen dabei. Ja, dann lass uns das in konkreten Situationen besprechen. Also vielleicht reden wir auch dann mal vorbei. Ja, und diese Entscheidung ist richtig. Da ist der Boah, Nummer 1 also in diesem Spiel. Früh setzen sie hier ein Zeichen, so kann es weitergehen. Stabil, so ein Sie sind jetzt also in Führung. 1-0.
ist es das jetzt. Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Revellino. Machen sie gut. Steilpass. Abgefangen. Auch wenn das natürlich letztlich kein großes Problem war. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Nein. Johansson. Winter. Anspielstationen werden da, machen sie sehr gut. Die Fans wollen jawohl. Den Schuss. Jawohl. Sie haben sich nicht aufgegeben und schaffen hier den Anschluss. Was ist noch drin? Da hat er sich klasse durchgesetzt. Also ja, wenn ich auf Position laufe, wo ihr schon steht oder so, dann sollte ich das nicht machen und dann gerne ansprechen. Also ZDM aber ist ja wie gesagt, solange du vor dem ZDM bist, bist du in meinen Augen nicht ZDM. Also du musst halt nur schauen, dass du vor Popov und hinter uns bleibst. Das ist dein, und da kannst du dich theoretisch austoben, wo du willst. Und wenn wir so weit Räume schaffen, dass du dann in der Mitte durchbrechen kannst, dann musst du durchbrechen. Ja, aber nicht immer. Und ich habe das Gefühl, dass du halt immer mit uns mit nach vorne sprintest und die Räume besetzt. Die sind eigentlich für Arni und mich. Ja, wie gesagt, dann gerne in den Situationen, wenn ich das mache, ansprechen. Mir ist das dann so nicht bewusst. Wenn ich aber. Die Gastgeber dann halt sind beim Ballbesitz vorne, aber wo bleibt die echte Torgefahr? Wo bleiben die Chancen? Trotz der Überlegenheit haut es nicht hin. Also ich habe gerade Schwierigkeit, mich zu konzentrieren und irgendwie was zu reden. Ja, komm, lass uns das Ding erstmal drehen und dann. Ah. Oh. Also nicht durchgekommen. Oh. Viel Einsatz, Szene geht weiter. Das könnte die letzte Chance auf den Ausgleich sein. Ball ist weg. Viel mit Auge. Der Ball. Jawohl. Kurz vor Schluss treffen sie hier doch noch. Eine Wahnsinns-Schlussphase. Tode, Trainer, kommt auch weg. Hängt doch ganz schön nach. Wo ist die Abwehr? Das fragen wir uns und vermutlich auch alle anderen hier im Stadion. Da sind sie ganz halt nachlässig. Halt hin, auf Halt hin spielen. Der Fußball und seine Geschichten, sie waren wenn schon wir das nicht halten, das ist noch die letzte Minute, wenn man so nicht verdient. Schön. Jawohl. Kurz vor Ende nochmal der Angriff, weiter unentschieden. Okay. Also, nur unentschieden. Und wenn du so mit einem Abschiedskampf setzt wie die, dann weißt du, das ist zu wenig, das reicht nicht. Punkte müssen her. Aber so kann das nicht gelingen. Das ist alles halbherzig, zögerlich. In so einer Situation musst du ganz anders auftreten. Ja, ist Ausnahme. Ja, was ich eben dazu sagen wollte, ist halt, also wir spielen. Oder das Spiel ist halt anders als bei 22 und wir spielen das anders als 22 und in den ganzen letzten Wochen hat sich ja gezeigt, dass in der Regel, wenn der Angriff über die Außen geht, über RMLM, dann seid ihr Stürmer der erste Anspielpartner für diese Person. Ich biete mich euch dann halt mittig an. Und immer da, aus meiner Sicht immer da, wo halt frei ist, ob das dann weiter vorne oder weiter hinten ist, ist ja egal, nur da, wo ihr mir halt passen könnt. Bringt ja nichts, wenn ich irgendwie auf einer Position stehen bleibe, wo vielleicht ein ZM stehen sollte und dann bin ich abgedeckt oder so. Wenn, das können wir gerne beobachten, mal die Angriffe, wenn das so gut läuft. Und so haben wir ja schon zig Tore gemacht jetzt auch in 23, dann können wir das gerne so weitermachen. Wenn ihr euch das doof findet, könnt ihr da gerne was zu sagen. Wenn das halt so Situationen sind, die du speziell meinst, Michael, dann mich einfach genau in den Situationen darauf ansprechen. Halt, ne? Ja, ich guck schon jetzt die ganze Zeit, ob ich da irgendwas finde. Also was mir ab und zu aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob du solche Situationen meinst, ich gehe manchmal in Räume, wenn irgendwie, keine Ahnung, Oberkorn geht über links und ich sehe, da ist Platz und laufe dann in den Strafraum, weil einer von euch nicht da ist, dann kommt ihr oft hinter mir hergelaufen und überholt mich dann oder so. Also, ja, ich weiß nicht, ob so eine Situation das Gefühl, ist. Genau, also ist aber das manchmal eine Timing-Frage. Also ich sehe den Raum, aber ich finde, das Timing ist noch nicht da, um da jetzt reinzulaufen und dann flitzt du da rein.
Ja, dann sprich es an, genau. Dann sag genau, ja, ich habe das gesehen. Ich fände gut, wenn du da jetzt demnächst nicht mehr reinlaufen würdest, weil ich laufe da rein oder irgendwie so dann halt. Ich meine, klar, man kann natürlich diskutieren, wer da jetzt reinläuft, ist relativ egal. Aber wenn du das doof findest, weil es dich in deinem Spiel stört oder so, dann äußere das gerne. Und dann versuche ich dann nicht mehr reinzulaufen halt. Es geht nur darum, dass wir ja zwei dann reinlaufen. Also ich kurz nach dir dann ja auch starte, weißt du? Es ist ja. Ja, klar, aber dann startest du halt einfach nicht mehr. Dann bietest du dich halt eine Strafraumgrenze an. Das wäre die Alternative. Und das wäre in der Situation, wenn ich sowieso schon gestartet bin, ja die bessere Lösung. Aber wie gesagt, wenn dich das sehr nervt, dann sag mir die Situation, in der das so war und dann. Nö, es ist nicht, dass es mich nervt, nur dass ja, halt das dann war dazu wieder führt, dass dann eine Anspielstation fehlt. Also dass dann. Und wichtig Nach hinten raus, meine ich. Von hinten raus. Ach, schön. Ja klar, aber doch, weil du dann auch da reinläufst, wo doch einer schon reinläuft. Das ist doch der. Das ist doch das, was du gerade sagst. Ja, aber da ich schon vor dir stehe, bin ich ja sowieso weiter weg von den anderen. Die sehen mich ja gar nicht. Ja, dann meine ich, dann meint ihr aber auch wieder anders. Dann lass uns das wirklich in den Situationen. Dann lass uns das konzentrieren, müssen wir alles gewinnen jetzt. Dann sprechen wir es in den Situationen an, damit wir auch genau dieselbe Situation meinen. Winter. Johansson. Bah. Schöner Angriff von den Wolves. Genau, da will ich dich haben, da wo du jetzt warst. Da ist die Flanke. Da oh, ist die Flanke gefährlich. Achtung jetzt. Schön. Da macht sie zu. Ja. Ach, oh, nein. Nein. Der war gut, schöner Luft. Und dann waren es nur Zentimeter, die fehlen. Da haben sie jetzt den Ball. Ach, oh, nee. Macht das unheimlich sicher. War nicht ungefährlich, aber das war eine tolle Aktion. So, Ecke kommt. Jawohl. So, Aufstieg. Nee, geht nicht geht doch. Wird interessant hier. Hier ist dieses Tor nochmal. Sie bringen die Jetzt kann er sich auch wieder Mikro leisten. Ich wollte gerade sagen, ich mache mir schon Sorgen, dass der Captain gar nichts mehr sagt. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Ich wollte eigentlich zu Jens raus, aber irgendwie wollte er das nicht. Ja? Super Trick, er kommt vorbei. Boah. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? Ach, das gibt's doch nicht. Und damit ist hier wieder alles offen. Schneller Ausgleich. Solche Bälle, wenn wir sowas machen, werden die immer abgeblockt. Wir haben noch nie so einen Ball mal durchbekommen. Und genau da muss der Ball in den Winkel. Ja, und da gibt's dann auch nichts zu halten. 1-1, wieder unentschieden. Abseits, ah, das war eng. Nach Patrick. Haben Sie Pech in der Szene? Dankeschön. Bah. 60 Sekunden gibt's noch als Nachspielzeit. Viel geht also nicht mehr. Ja, gute Erreichung. Jawohl. Das ist der Abseits. Oh, Schwein, sehr oh, schön. Ich dachte auch, das wäre Abseits gewesen. Ja, wenn ich dran ist natürlich eine wirklich gute Flanke. Und dann hat er wirklich nicht viel Platz. Aber den wenigen nutzt er und macht das sensationell. Nee, ich glaube, der Boogie dachte, er selbst wäre im Abseits. Ja, ich dachte, die Flanke von Oberkorn, dass ich da schon zu weit vorne gewesen wäre. Ich sah das auch definitiv so aus, deswegen habe ich auch jetzt gar nicht gejubelt. Ich dachte. Ja, das finde ich halt den einzigen Nachteil am VR, ne? Also jetzt im echten Fußball, dass ich oft gar nicht mehr so dieses Jubelgefühl habe, weil man immer noch wartet, ob noch was kommt. Und weiterspielen, er hat auf Vorteil entschieden. Klasse, da sieht er, dass sich eine Chance ergeben könnte. Ach man. Oh, schade, was für ein Ball. Da ist so viel Platz. Gelb gibt es ja auch noch. Grund war diese harte Aktion eben. Putz. Die Ecke kommt. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Mann,
war der Jens umgeben von drei, ne? Die haben schon darauf gewartet. Da kommt der Pass, aber abgefangen. Gut gemacht. Ach, wie lahm ist er denn? Nein. Hinten. Ja, schön. Da sollte der erste Pass schon hingehen. Ah, da ist er doch wieder. Sieht nicht ungefährlich aus. Das spricht. Gute Chance. Jawohl. Ich hab endlich die bisschen Kabelenden zusammengetüttelt, nachdem der Hund das Mikro gefressen hat. Souverän abgeschlossen hier, das kann man nicht anders sagen. Das hat der Martin 20 Euro gewonnen. Der hat auch Hund getippt. Ich hatte gesagt Schlaganfall, aber. Ich hab wild um mich geschlagen, das zählt also auch als Schlaganfall. Das hätte gefährlich werden können, aber abgewehrt. Pass. Hat er mit der Brust angenommen oder nicht? Genau, ja. Und dann abtropfen lassen, dann ist kein Rückpass. Er steht im Abseits hier. Mit viel Auge holen Sie sich da den Ball. Klasse. Oh, sorry. Ah. Jetzt ist er verletzt, nachdem du drüber gefahren bist. Ich finde, Günni ihm aufs Gesicht getreten hat. Das wird Einwurf geben nach diesem Pass, der natürlich etwas zu. Er war schon ganz im Auge. Ach Mann. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Jetzt die Chance. Schön Eine gehabt. Starke Parade. Nochmal. Schön. Ach Mann. Oh, Schad. Jetzt aber. Der Ball gewinnen. Flanke abgeblockt. Schade. Ja, mein Ball sollte natürlich auch Arnie, aber so war ja auch noch gut. Der Blick auf die Uhr. 9 Minuten bis zum Ende. Und jetzt der Schuss. Oh. Er hält den Ball fest. Ja, jetzt haben wir es gewonnen. Richtig. Oh. Alles ein T-Shirt drüber gelegt. Das ist natürlich eine jeder gedacht, der Ball ist. Das ist nochmal die Wiederholung des Treffers. Wir sehen zunächst mal diese klasse Parade. Und dann kommt der Ball nochmal her. Zurückkommt, nochmal heiß. Die Gegner, die kotzen gerade. Scheiße, ja, Tick zu lang. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Wir hätten noch einen Punkt gebraucht. Jetzt verlieren wir hier. Gegen solche Arschgeigen. Gut dazwischen gegangen. Für nix. Schön. Schöner das ist der Grund dafür, warum ich mich lieber nach hinten drehe. Das ist so oft so, weil das einfach. Du spielst den Ball nach vorne und der tritt dir einfach direkt vor die Haxen. Ich verstehe, worauf der Michael damit hinaus will. Das ist wahrscheinlich auch in. Vorteil bei diesem Zweikampf. Ich hatte so lange verzögert, wie es ging. Aber dann ist er rausgeflutscht. In vielen Fällen. Funktioniert das vielleicht sogar? Nein. Ja, okay, der sollte rauslassen. Ja. Für der Pussy meckert, tut mir leid, den hätte ich besser flach gespielt. So, Arnie, mach mal Werbung, ich geh pinkeln. Es ist ein deutlicher Sieg geworden, das hat natürlich seine Gründe. Sie waren eigentlich in allen Belangen überlegen. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser heutigen Begegnung, liebe Fußballfreunde. Sie haben sich genau. Ist der Wildpinkler wieder da? Mein Name ist Wolf. Ja. Neben mir hat Frank Buschmann Platz genommen. Oh Mann, und wir sind vollzählig. Wir haben heute. So, und jetzt Abmarsch. Ach Mann!
Sorry. Jetzt hätte sie auch Handspielstationen. Ja. War eine Lücke, das stimmt. Die Wolves geben den Ball ab. Sie machen das. Ach, an der Foot, ich stehe vor dir. Fällt der erste Treffer und einen besseren Start hätten sie sich kaum wünschen können. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Ja, guter Pass. Das macht er gut. Jawohl. Und Tor. Alles wieder offen. War so geplant, dass er erstmal um den linken Fuß rumläuft und den dann mit rechts an dem Gegenspieler vorbeispielt und dann auch nicht kurz auf mich. Da gibt es dann nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball. Ein Hammer. Drin ist er. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Klasse Pass. Da ist der Ball. Sehr gut. Witzigerweise hat mich FIFA dahin gezogen gerade. Ich kann gerade nur so ab wegdrehen. Naja, manchmal weiß FIFA auch, was es macht. Hier kommt die Wiederholung und wir sehen es. Ja, das ist kein Stellungsspiel. So kannst du das Tor nicht verhindern. Aktueller Spielstand jetzt also 2-1. Wichtige Durchsage. Bitte ein Techniker der Fernsehcrew hinter die Gästebahn. Ich wiederhole. Bitte ein Techniker der Fernsehcrew hinter die Gästebahn. Danke. Außen einer fordern oder vorne. Verteidigt erstmal den Ballbesitz. Stark, Ani. Ach, ich komme nicht dran. Schade. Oh, je. Ball kommt rein. Könnte was werden, aber jetzt. Ach. Ja, der Ball ist drin, aber zählen kann jetzt der Ball. Glück gehabt. Abseits. Boah. Ich denke, ja, die Entscheidung ist richtig. Abseits. Boah, das war eng. Das war richtig eng. Aber sie machen einen sehr stabilen Eindruck. Einfach den Ball halten, genau. Und müssen wir verlieren. Gäbe jetzt durchaus einige Anspielstationen. Sie kommen. Oh, sorry. Nicht durch. Gut, das ist frei. Ich komme nochmal alle mit zurück. Schön. Hier kommt die Nachspielzeit. 2 Minuten gibt's. Mit der vielleicht letzten Aktion könnten sie hier noch den Ausgleich packen. Jawohl. Zitter, man hat nur gezittert. Sieg, das war enger, als sie sich wahrscheinlich gedacht hatten. Aber sie haben gezeigt, souverän runtergespielt, den Stiefel. Also für unsere Verhältnisse war das wirklich relativ souverän. Aber jetzt kommt wir ja noch das. Ist alles gut. Das Entscheidende. Gegen die Profis. War ja klar, dass unser letztes wieder E-Sport. Unser letztes Spiel wieder so ein Knaller wird. Erstmal ab. Willkommen im Molineux Stadium, liebe Zuschauer. Ich darf Sie ganz herzlich zu diesem Spiel begrüßen. Wolf ist auch hier recht. Volle Hütte. Volle Hütte. Bin ich aber nur 2 werden, wir müssen trotzdem 3 Punkte holen. Ja, ja. Es war nicht wirklich ihre Saison, das hatten sie. Wenn du Champions League gewinnen willst, dann musst du gegen jeden gewinnen. Wir können immerhin heute den Klassenerhalt in Dach und Fach bringen. Beim Sieg wär's soweit. Ja, doch. Winter. Schön, Winter. War.
gutes Anspiel. Schön durchgesetzt. Jawohl. Sie machen das Tor. Das Tor, das den Klassenerhalt bringen könnte. Im Moment hätten sie es. Unfassbar. Schön, Kauri. Das Ding könnte noch ganz, ganz wichtig werden. Der erste Ball, der so funktioniert heute. Aus nächster Nähe das Tor. Sie machen alles richtig. Die ganze Drehung. Geht raus. Mit dieser Führung der Wurst machen wir hier nun weiter. Nee, ist gut. Ah, das war keine gute Aktion. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? Nein. Sie können kontern. Aktion läuft weiter. Der Ball. Oh. Schöner Vorlauf. Ja, als würde der Pucki aufs Tor schießen. Wie seid ihr denn drauf? Das, mit euch das war eine Vorlage. Seid ihr richtig den Pfosten getroffen, damit er abbreitet? Ich habe es mit Dom geübt beim Billard. Einfallswinkel, Ausfallswinkel. Volle genommen, das ist gar nicht so einfach. Macht er technisch perfekt. Ein Schuss wie ein Strich. Und deswegen feiern sie. Ich weiß, wie war das, Günni? Hoch und weit. Mit Sicherheit. Schöne Scheiße, schön vorgegangen. Oh, am Arsch und warum? Jawoll, stark. Check hier das Ding. Und jetzt wird es Einwurf geben. Hätten eingeschweißt und abgedreht. Das Ding hätte sie zu gerne mitgenommen. Chance zum Anschlusstreffer. Gar keine Gefahr hier hinter. Lauf, Jung. Lauf! Pass kommt nicht an. Ja, und ich krieg einen einfachen A-Ball nicht an. Für gespielt. Wenn er gut. Tag. Geh mal, ich bleib für dich. Ah, oh, das hat ja gereicht. Dann sind wir dem Tod nochmal stark von der Schippe. Flanke abgeblockt. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Land, oder? Wir brauchen den Druck. Die Flanke jetzt. Ja, Mann. Ihr habt irgendwie mehr Hektik reingebracht, dass eure Geschenke die hektisch sein. Also den Sieg, den das war. Und damit haben sie den dann geht's los. Der eine fängt an zu dribbeln. Es wird immer enger, Hallo, ich hab doch schon angefangen. Oh, passt der denn nicht? Ja, es ist leider manchmal so. Das passiert auch beim früh oder später diesem Eingestellte da. Ich hab das auch schon total oft. Ich drücke A. Kriege schon so nach Motto, alles klar, der muss doch jetzt spielen. Und dann spielt er ihn nicht, weil ich zu früh A gedrückt habe und er noch nicht bereit war zu passen. Das ist einfach Mist, da musst du einfach nochmal hinterher. Ja, würde ich mal sagen, da steht Spiel verlassen. Also wir haben ja immer schlechte Erfahrungen gemacht, wenn wir gesagt haben, jetzt ist das und das, jetzt lass uns mal das und das ändern. Das klappt in der Regel nicht. Also das Einzige, was ich gut fände, ist, wenn wir dann sagen, dann laufen wir nicht mehr alle mit nach vorne, weil das kann man ja relativ gut. Das ändert ja nicht viel an unserem defensiven Spiel. Dann bin ich nicht mehr so offensiv und RMLM nicht mehr so offensiv. In so Situationen, wenn einer der Captains ansagt, hier, wir führen 2-1, lass uns mal. Aber das sollte aus meiner Sicht auch das Einzige sein, was wir ändern. Weil wenn wir dann sagen, ja, wie Kauri gerade meinte, ne, ein bisschen weniger Hektik, dann hören wir nur Hektik und dann machen wir Hektik. Ach, die hatten wir gerade. Oh. Die haben wir gerade 2-1 dominiert. 2-0. Ich wollte gerade sagen, das ist noch nicht so lange her. Das muss doch in der positiven Phase gewesen sein, oder? War doch, wie Michael vorhin meinte, jetzt müssen wir aus den letzten 4 Spielen ein Unentschieden und 3 Siege holen. Ja. Genau das haben wir dann geschafft. Ja, wir haben jetzt 10 Spiele. Ich hätte gerne 10 Siege. Das klappt nicht mehr. Ja, wir brauchen den Druck. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde das Ganze gemeinsam. Genau. Guck mal, das ist unglaublich. Der Ball kommt auf uns zu, wir drehen uns beide weg. Und wieso zwei Eier zu schützen, ist ja normal. Guck mal, das ist unglaublich. Der Ball kommt auf uns zu, wir drehen uns beide weg. Und wieso zwei Eier zu schützen, ist ja normal. Da meine Eier, da habe ich ganz andere Probleme.
Ja. Hey, da war ich nicht. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Du brauchst keine Angst haben, Oberkorn, die können dir nicht wehtun. Aber ich glaube, das ist wirklich diese komische Passeinstellung mit diesem Spätdrücken da, oder wie das heißt. Das ist einfach die falsche Richtung. Da kannst du auch eine halbe Stunde vorher drücken, wenn du das spät stehen hast. Wenn du die Richtung falsch wählst, wärst du die Richtung falsch. Ja, aber ich hatte schon den Eindruck, dass es daran liegt, dass der Pass dann einfach ab und zu nicht kommt. Also gar nicht gepasst wird. Ja. Ich hatte das auf, der sollte auch gar nicht zu dir, Michael, sollte oben auf Oberkorn wieder. Ich hatte das auf, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, was der Arnie uns mal gesagt hatte, aufladen oder so, diese neue Einstellung. Damit kam ich leider gar nicht klar. Noch steht sie unentschieden, aber sie waren viel Druck. Den Ball hält er, war am Ende auch mehr oder weniger mühelos. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Was für ein Tor! Ein überragender Schuss! Da hat alles gestimmt. So viel Platz hast am 16er. Aber dann geht der Ball auch noch rein. Unglaublich. Ja, aber was willst du machen, wenn ihr da rausgeht aus IV aus? Ich weiß nicht, ob ihr da rechtzeitig hinkommt. Ja, wenn ich einen Schritt nach vorne mache, steht mein Gegenspieler, der neben mir läuft, halt frei. Deswegen gehe ich halt einen Schritt zurück. Das ist halt, der Martin kommt so schnell da nicht mehr hin. Das ist halt dieser dumme Abschuss von dem Torhüter. Ah, oh, schade. Weiter geht es mit einem Einwurf. Das. Weg ist der Ball. Ball läuft da gut jetzt. Guter Einsatz, alles erstmal wieder weg. Ecke für die Spicy Boys. Kurze Ecke. Zeit von der Uhr nehmen. Da ist der Ball an den langen Boden. Zeit geht. Oh. Okay, und dann ja, man geht weg, weißt du? Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Ruf an, Junge. Da ist die Entstehung dieses Treffers. Sie bringen zunächst den Ball ganz rein. Schwer Hand. Und dann trifft er die Kugel. Ja, da steht halt auch der Marfi ganz alleine. Kein IV da. Na, nichts machen. Vielleicht der Anschlusstreffer. Ja, jawohl. Da sind sie wieder. Jetzt sind sie bis auf ein Tor wieder dran. Enge Szene. Ball am Pfosten, aber wir sehen es. Das er dreht sich noch hinter die Linie. So ist es manchmal. Eine Millimeterentscheidung. Wessen? Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Das können sie. Boah, das sieht schön. Oh, da rot. Der nächste. Tschüss. Gar nicht, gar nicht. Jens. Ich weiß, das war nicht ihr Pass. Er ist unbelehrbar. Einmal ist Zufall, zweimal vielleicht auch noch haben, drittmal ist Absicht. Es wird hier 3 Minuten Nachspielzeit geben. Sie können den Pass unterbinden. Komm, ist noch Zeit. Vielleicht geht jetzt doch noch was. Hartes Einsteigen und da muss schon fast. Dann habe ich so in den Winkel. Ach, so kurz. Jetzt reicht deine Ermahnung nicht mehr aus. Sie waren gewarnt, aber sie kassieren trotzdem diese gelbe Karte. Auf wen? Da musst du dich mehr zurücknehmen. Ist doch keine Frage. Das war unklug. Welche kurze Variante? Oh. Oh. Scheiße. Wir hören den Schluss. Fast. So, für mich noch ein Spiel. Ich bin raus. Oh, schade. Ja, ich muss auch langsam wieder. Und dann natürlich auch die richtigen Schlüsse aus diesem Ergebnis zu ziehen. Sonst wird das keine vielversprechende Saison. Der Trainer ist natürlich. Ich sollte mal ein Beispiel von Oberkorn nehmen. Der muss um 4 Uhr jeden Morgen raus. Kommt erst um 9 Uhr abends nach Hause. Ohne Mittagspause. Aber so ähnlich. Genau, ohne Mittagspause.
Ohne Frühstück. Darfst du zweimal am Tag aufs Klo gehen? Und dann darfst du es nicht setzen. Jetzt, ne? Wenn man das Spiel macht. Passt doch ja. Das Spiel noch, dann haben wir 12, dann ist das super. Wir sorgen jetzt dafür, dass die schnell rausgehen und dann. Das ist schön. Dann können wir noch eins machen. Du darfst erst gehen, wenn der König keine Widerworte gibt. Oh Gott, dann spielen wir ja nach 3 Jahren durch. Hallo, liebe Fußballfans, wir dürfen Sie sehr herzlich und dann kommt Guinness Buch der Rekorde. Wo die Wetterbedingungen heute ausgezeichnet sind. Durch das Spiel begleiten Sie Wohlendamm, das ist aber auch ein schöner Vereinsname. Ich sag mal bitte deinen Hund zum Bühni, der beißt ihm das Kabel durch, da gibt es auch keine Widerworte. Ja, das ist halt mit diesen alten Fußcremen, das ist halt so, ne? Da tut er sich aber schwer, ich habe lauter alles WLAN, ne? Auch dafür kommen wir sich hinaus. Oh. Das sind Ball. Warum steht er denn da so in der Mitte der Box? Also, ja, schade. Aber ganz, ganz stark gehalten. Jo, war klar, dass hier noch was nachkommt. Der Spieler ach, der glaube ich, schießt irgendwas. Die gelbe Karte. Ja, Wolf, da kann er sich nicht ach, der Dings da in der Oberkorn hat er geschossen. Ne? Da haben sie jetzt den Ball. Ja, okay. Schön. Jetzt die Ball oh. Den Ball hält er fest. Gute Aktion. Jetzt nicht mehr. Egal. Winter. Und die Chance. Ganz stark. Spiel absolut nach Plan. Die Führung jetzt. Konzept geht auf. Sie liegen vorn und können jetzt der Partie den Stempel. Es ist doch nicht 12 Uhr, Alter. Du machst dich verrückt. Der ist schon sein zweites heute, glaube ich. Aber er weiß, dass es das letzte Spiel ist, voraussichtlich. Da gibt er nochmal alles. Lässt uns den ganzen Abend hängen, damit er im letzten Spiel mal zeigen kann, wie gut er eigentlich ist. Alles Tic-Tac, was der da macht. Hey, was machst du da hin? Was hat der nun gesucht? Klasse Aktion da. Da sollte im Übrigen der Bot stehen und nicht du. Scheiße. Geh doch in diesen. Challenge accepted. Hier kommt okay. Noch mal das Tor. So ist muss ein Tor machen, wenn ich zur Kamera laufen kann. Pass, und dann bringt er diesen Strafenschuss aus der oder der Nächste, der ein Tor macht, läuft zur Kamera. Oh, Mist. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist. Man muss sagen, die in den gelben Trikots laufen zur Kamera. Und hier ist ein Tor. Offensichtlich, hier muss man doch nicht. Oh, der sollte runter. Wir spielen FIFA, hier musst du alles offensichtlich benennen. Da passt er auf! Sie haben da Platz auf dem Flügel. Flanke kommt in die Mitte. Ah, Junge! Abseits, ja. Hast du gut gesehen. An Lächerlichkeit müssen wir zu übertreffen. Was fällt dir denn da hin, Junge? Also. Ja, weil abseits war, wusste FIFA das. Winter. Ja, genau. Spiel mit der alte Bot. Ja, geht gut dazwischen. Mal eigentlich in den Pass spielen. Jetzt können wir tauschen. Da ist die Reingabe. 5. Boah. Machen Sie konsequent da hinten. Nur noch. Ich fände dir. Jawohl. Schön, lange überfällig. Auf zur Kamera. Na gut, dann darf ich zu. Ah, ich weiß noch nicht, wo die ist. Ich habe -8 Dioptrie, ich sehe nichts.
Der sieht doch ohne das Stirnband. Aus nächster Nähe das Tor. Sie machen alles richtig in dieser Minus Situation. Minus 8 ist ja noch gar nichts. Schön. Okay. Guter Steilpass. Sie spielen den Ball hoch. Jetzt der Schuss. Ja, wir schön. Haben diese Partie jetzt mehr oder weniger im Griff. Das war ja jetzt schon gut aus. Und das Tor gibt zusätzlich Selbstvertrauen. Da kommt das nähert sich ja langsam Liga 4 Qualität an, was wir hier in Liga 5 spielen. Und dann verwandelt sie aus kürzester Distanz. Ja klar, das stellt eine Spielerin wie sie vor keine großen Probleme mehr. 3-1 heißt es also jetzt. Kaum ist der Pirat weg, läuft's. Ja, das jetzt nur im Oberkorn festzumachen. Darauf, dass der Pirat der Oberkorn ist. Mein Foul war nicht von dir genug. Ich muss den Dribbler die Beine brechen. Das ist schon ein Foul, wenn der den Platz betritt bei dem Gesicht. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Reinbot, kann man so machen. Ach, da Mann. Fangen Sie den Pass ab. Schlecht. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Oh, geht viel Zeit ist nicht mehr, aber ich glaube, das wird noch spannend. 5 Treffer haben wir gesehen. Es steht 3-2. Das ist ein enges Spiel. Macht einen guten Eindruck, dieser Spieler. Da muss er dann die Außenrist-Taste drücken. Okay, Pucki. Wie Ronaldo mit dem Rücken. Stimmt. Sie lassen den Ball gut laufen, schwer für den Gegner, das zu unterbinden. Gute Balleroberung, was machen Sie draus? Da gehen Sie dazwischen, Ball ist weg. Ach. Nachspielzeit hier, 2 Minuten. Sie drängen auf den Ausgleich, aber die Zeit läuft ihnen davon. Ah, ich glaube, das war natürlich kein guter Pass. Nee. Zeit. Oh, oh schade. Sie können aber klären. Damit ist dieses heutige Spiel also zu Ende. Der Sieg ist ein schöner Abschluss. Tja, da ist Aufatmen angesagt. Ein knapper Sieg. Sie hätten sich nicht beschweren dürfen, wenn da noch was passiert. Ich fand übrigens auch, also falls noch jemand so weiterspielen wollen sollte, ich fand auch den Vorschlag gut. Wichtig, auch dass Sie Martin da wäre. Dass man dann, wenn man dann jetzt nur noch 3-4 Mann ist, dass man dann in die Spontanspiele geht. Wir haben ja leider die Erfahrung gemacht, dass wir in der Liga dann, eigentlich bräuchten wir dann 3-4 Spiele, um uns einzuspielen, verlieren dann fast nur. Ja. Auch. Wenn man noch Levelpunkte braucht, kann man die da auch noch holen. Ja, genau. So, Feierabend habe ich richtig verstanden. Ne? Ich ja. Ja, gut, ich wünsche eine gute raus. Nacht. Gute Nacht. Tschüss. Bye-bye.